Wie hast du die Jungs vorbereitet auf die Fahrt jetzt gleich? Ja, kannst du ja nicht. Die Jungs müssen das erleben. Es gibt viele, die das noch nie erlebt haben. Und es ist einfach was ganz Besonderes. Für mich auch, als Kölner, auf dem Zug, obendrauf. Ich werde in der Zeit an meine Oma und an meinen Opa denken, die leider nicht mehr unter uns sind. Ich glaube, für die wäre das was ganz Besonderes gewesen. Ich bin im Ursprung aus dem Severinsviertel und wir fahren da durch das Tor und da wird es ein ganz besonderer Moment für mich. Bist du jemand, der so Masse schmalt? Ich glaube Masse. Ich glaube erstmal einfach alles raus, damit der Wagen noch ein bisschen leichter wird. Weiß ich noch gar nicht. Muss ich auf mich wirken lassen. Lieber hier oben stehen und fangen oder lieber selber schmeißen? Nee, lieber oben stehen und fangen, weil das habe ich gelernt. Kölner, die feiern, egal welches Wetter ist. Ich stand hier dann mit Regenschirm, das ist schon schön zu sehen. Wenn dann die Leute so glücklich sind, das macht einen auch selber fröhlich. Ich habe endlich mal Karneval gefeiert und das ist wichtig für die Kölner und die Spieler sind gerade angekommen. Ich weiß jetzt Bescheid, wie können ich. Ich habe 9 Punkte geholt und eine englische Woche und ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, aber müssen wir durchhalten. Als YouTube-Endcard geht es mir eigentlich genauso wie auf der FC-Bank. Eigentlich muss ich gar nichts tun, aber immer bereit sein. Schließlich könnte es genau jetzt passieren, dass ihr uns abonniert.